Heute sind wir nochmals in unserem Kloster in Schemmerhofen. Wir sehen den Weihnachtsbaum noch. Eigentlich sind wir ja im Augenblick in einer Zeit drin, die nach der alten Liturgie noch als Weihnachtszeit gilt. Die Weihnachtszeit ging ja da bis zum 2. Februar, bis Maria Lichtmess. Aber ich glaube, wesentlich ist noch, dass wir auch das Weihnachtsfest nachhallen lassen. Uns überlegen, was war Weihnachten alles? Welche Geschenke haben wir bekommen? Wer hat uns was auch geschenkt? Und ich weiß nicht, ob Sie alles noch wissen, alle Geschenke wissen, die Sie bekommen haben. Im letzten Jahr Weihnachten, eben 2013, was Sie da bekommen haben, von wem Sie was bekommen haben. Vielleicht wissen Sie das auch noch, aber wenn ich dann mal 2, 3 Jahre zurückgehe, wissen Sie dann noch, was Sie geschenkt bekommen haben? Im Gottesdienst habe ich das gefragt und viele haben dann nach 2 Jahren Rückschau durchaus gesagt, sie wissen es gar nicht mehr, was sie geschenkt bekommen haben. Geschenke sind damit auch ein bisschen Schall und Rauch. Geschenke bekommt man, man freut sich, aber behält man das alles noch nach einigen Jahren, was man geschenkt bekommen hat? Und dabei sollen uns alle Geschenke ja einmal an das Urgeschenk erinnern, an Jesus Christus, der uns geschenkt worden ist. Es soll uns daran erinnern, diese kleineren Geschenke, dass wir selbst ein Geschenk Gottes sind in dieser Welt. Er hat auch uns in diese Welt hineingesandt, uns dieser Welt geschenkt, damit wir diese Welt mit aufbauen, damit wir uns in dieser Welt einbringen und einsetzen. Geschenke sind also ein riesiges Thema. Und wenn uns einer etwas schenkt, dann wird er ja selbst letzten Endes in diesem Geschenk präsent. Er will ja dieses Geschenk instrumentalisieren, um sich uns selbst zu schenken. Und auch das sind interessante Gedanken rund um Geschenke. Haben Sie sich darüber schon viele Gedanken gemacht? Ihnen allen einen gesegneten Tag, Ihr katholischer Fernsehseelsorger, Pater Alfred Tönnies.